Und warum ist denn gerade Eva Buddhistin? Und warum ist der David zum Beispiel kein Buddhist? Habt ihr euch das wirklich ganz frei gewählt oder womit hängt das noch zusammen? David. Mit unseren Eltern, weil die das so wollten. Okay, wie wäre das jetzt gewesen, Pascal, zum Beispiel, wenn du in der Türkei geboren worden wärst? Christ, wäre trotzdem Christ. Trotzdem Christ? Okay. Andere Meinung oder Gedanken dazu, was wäre vielleicht gewesen, wenn ihr in einem anderen Land oder von anderen Eltern geboren worden wärt? Furkan, deine Meinung dazu? Ich bin auch in Deutschland geboren, bin aber kein Christ. Mhm. Ja. Wirst du vielleicht mal Christ werden? Nein. Warum denn? Na, ich glaub schon an Jesus, aber an das Kreuz glauben wir nicht. Mhm. Kim? Das ist wahrscheinlich auch so bei manchen Religionen. Man glaubt eigentlich so im Großen und Ganzen glaubt man was Ähnliches. Aber also bei jeder Religion ist es dann doch wieder was Unterschiedliches. Sehr gut. Genau das ist jetzt unsere Aufgabe, das Verbindende. Was verbindet uns und auch eure Religion? Und das wollen wir jetzt mit diesen gegenseitigen Interviews herausbekommen.